Guten Morgen, Mr. Blake. Ich möchte Ihre Berechtigung hinsichtlich Ihres Sozialhilfeanspruchs überprüfen. Können Sie mehr als 50 Meter zu Fuß gehen? Ja. Können Sie beide Hände so heben, als wollten Sie etwas in die Brusttasche stecken? Ja. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Sind Sie medizinisch qualifiziert? Ich hatte einen Herzinfarkt. Meine Ärztin hat gesagt, dass ich noch nicht wieder arbeiten darf. Trotz Leistungsentzug müssen Sie sich weiterhin auf Arbeitssuche begeben. Sonst werden Ihnen erneut Leistungen gestrichen. Da muss ein Irrtum vorliegen. Wenn Sie als arbeitstauglich eingestuft wurden, kommt für Sie nur Arbeitslosenunterstützung in Frage. Ich lege Widerspruch ein. Die Formulare dazu bekommen Sie online. Ich bin Schreiner. Von Computern habe ich keine Ahnung. Jetzt hier mit der Maus hoch auf den Bildschirm entlang? Nein. Nicht so? Nein, nicht so. Ich drehe mich ständig im Kreis. Hören Sie, ich muss Sie jetzt bitten, ein Problem zu erklären, aber das interessiert Sie nicht. Ich habe noch ungefähr 12 Pfund. Sie haben hier gerade einen Riesenaufstand gemacht, ja? Herrgott nochmal! Wer ist als nächster dran? Ich. Dürfte diese junge Frau zuerst ihren Antrag ausfüllen? Klar, kein Problem. Das geht Sie nichts an. Ich möchte, dass Sie jetzt auch gehen. Das ist eine Riesenfarce, stimmt's? Die schicken mich auf die Suche nach nicht existierenden Jobs. Das erniedrigt mich. Es gibt nichts, wofür du dich schämen musst. Mutterseelen allein mit zwei Kindern. Das machst du fantastisch. Ich hab das schon erlebt, Dan. Gute Leute. Auf der Straße. Am Ende verlieren sie alles. Ich gebe nicht auf. Wenn man seine Selbstachtung verliert, ist man erledigt.